Jo, hier ist Mr. Mike. Heute mal wieder ein Werbevideo, aber das muss sein, weil ey, ich komme nach Hause, ahne nichts Böses und da ist dieses fette Paket vor meiner Haustür. Carlo hat nichts gesagt, dass er mir was schicken wird, war voll überrascht, richtig geil. Dezember sowieso für Influencer. Da geht wirklich was, echt krass. Und jetzt bin ich mal gespannt, was alles drin ist. Ungefähr kann ich es mir erahnen, aber ich weiß es natürlich nicht. Bei diesem fetten Paket, und es hat auch wirklich ordentlich Gewicht, also heftig. Im letzten Video hat Carlo mir ja Ant-One-Jacken geschickt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Die Jacke trage ich jetzt, wow, ein, zwei Wochen. Richtig gutes Teil, schön bequem. Was mir aufgefallen ist bei den Ant-One-Klamotten vor allem, du musst auf jeden Fall eine Nummer kleiner nehmen, weil M alleine ist wie eine L, das ist jetzt M. Und auch S ist wie, also echt, nimm immer eine Nummer kleiner. Es bleibt und ist immer noch baggy, weißt du, also dann musst du zwei Nummern kleiner nehmen. Es ist wirklich, fällt unglaublich groß aus, die Marke. Aber qualitativ echt richtig, richtig geil. Und ja, ich mache jetzt einfach mal auf. Ich bin echt sehr gespannt, was da alles drin ist. Das ist wirklich jetzt schon mal vorab ein krasses Weihnachtsgeschenk auf jeden Fall. Und oh, ja, natürlich erstmal auch. Muss sein, Werbung natürlich. Alles, was ihr da findet, hier seht, findet ihr auf der Internetseite von Carlo bei... Jetzt habe ich die leider vergessen. Unten hier eingefügt, tut mir leid. Und unten in der Videobeschreibung nochmal. Habe ich gesehen, es gibt geile Ant-One-Rucksäcke. Habe ich dem Carlo auch gesagt, hey, davon habe ich noch gar keinen. Der wird mich schon sehr interessieren und vielleicht ist hier auch jetzt einer drin. Die gibt es für 20 Euro gerade. Und mit dem Code MrMike2019 bekommst du nochmal 20% dazu bis 31.12.2019. Also dann kostet dich ein Rucksack vielleicht 15 Euro um den Dreh rum. Echt, check da unbedingt mal vorbei. Unten ist die Video, in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Echt, ey. Und ich kriege ja so viel positives Feedback auf Instagram hauptsächlich, wo die Leute echt sagen, Mike, das ist wirklich der Hammer. Ist natürlich jetzt für die Leute, die Ant-One schon kennen, ein Highlight schlechthin. Kindheitserinnerung, die wissen, wie gut die Qualität ist, muss ich auch immer wieder dazu erwähnen. Jemand, der Ant-One noch nicht kennt, ey, euch ist wirklich was entgangen. Vor allem auch die Mixtapes und alles drumherum, Ant-One, Lifestyle, Streetball-mäßig. Aber die Marke ist halt einfach auch top, Mann. Das ist das Ding. Qualitativ, Preis-Leistungs-Verhältnis, ich kann es echt nicht oft genug sagen. Den meisten gehe ich wahrscheinlich schon auf den Sack damit, aber es ist einfach so. Und ey, dass ich Carlo kennenlernen durfte, damals auf der ISPO München 2019, Anfang dieses Jahres, ey, ein Segen für uns beide wahrscheinlich, weißt du? Also es ist schon echt Hammer. Also es ist wirklich ein unglaublich, unglaublich fettes und schweres Paket. Also ich glaube, jetzt hat er wirklich rausgehauen, was geht. Und im Shop sind jetzt auch mittlerweile neue Sachen am Start. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Und ich glaube, Carlo hat immer noch nicht alles im Shop drinnen, was er denn so in seinem Lager versteckt hat. Und ich will ja endlich mal zu Carlo nach Hause in dieses Lager, um das mal auszuchecken. So, genug gelabert. Alter, wow, fettes Package, Alter. Ein fettes Package. Ich tue das mal hier runter. Riesengroß. Okay, es geht ja gleich mal los. Was ist denn das für eine fette Jacke? XS, das ist XS, Alter, das ist ein halbes Zelt. Das meine ich ja. Alter, ist das riesengroß. Das ist doch, ist das echt eine Jacke? XS, boah, ist das riesengroß. Was ist das? Das ist ein Gummiboot? Ein großes Gummiboot? Alter. Da gebt euch mal. Ey, das ist XS. Schaut euch mal die Größe an. Das meine ich. Das ist doch keine XS, aber eine sehr geile Winterjacke. Leck mich am Arsch, Mann. Wow. Gleich so vom Anfassen siehst du hier, hier schreit die Qualität, verstehst du? Alter, warte mal. Ey, das ist doch keine XS. Heftig. Das ist eine XS, ich komme nicht klar. Passt mir genau, ja? Passt mir genau, immer noch zu groß. Das meine ich mit den Größen, ne? Das ist eine XS, Alter. Passt mir genau. Eine XS ist das. Checkt ihr das überhaupt? Ich komme nicht klar. Gibt ihr, wie groß die ist? Wahnsinn. Stell dir mal vor, es ist eine XL. Da kannst du drin wohnen. Hammer. Muss ich mal hier. Size XS, gell? Hier. Nochmal, falls ihr mir nicht glaubt, das ist eine XS, gell? Unglaublich groß. Super geile fette Jacke. Ey, Hammer. Hammer geil. Vor allem Winterjacken. Ich habe nicht so viele Winterjacken am Start, daher freue ich mich da gleich doppelt. Ey, super geil. Carlo, wie kann ich dem Carlo eigentlich noch danken für das ganze Zeug?
Oh, übrigens, Carlo hat mich herausgefordert zum Tennisspielen. Anscheinend ist er aktiver Tennisspieler. Ich habe in meiner Kindheit mal Tennis gespielt, habe auch mal einen Pokal gewonnen. Ewig, ewig her. Und ey, wenn das mal zustande kommt, ich gegen Carlo Tennis spiele, ey, gib mir mal Feedback dazu, das wäre so unglaublich lustig, glaube ich. Wirklich, ihr wisst, ob er mich zerstört. Carlo ist ja ein paar Jährchen älter als ich, aber ich glaube, der hat auch ordentlich was drauf. Okay, nochmal eine Jacke. Was ist das hier? Alter. Leck, leck, leck. So krass. Schau mal das an. Oh, die ist aber auch sehr schick. Wie viele Jacken es auch gibt. Und hier mal diese Muster, dieses kleine Detail eingestickt, weißt du? Das ist eine S. Oh, die ist bestimmt riesengroß. Wow, das ist krass. Also ohne Scheiß, eine M, eine L, das ist schon viel zu groß. Passt mir perfekt, gell? Passt mir perfekt. Sehr schick. Wow. Hey, ohne Witz, wenn ihr eine Winterjacke günstig braucht, gute, qualitative, eine warme, checkt euch diese Jacken aus. Nochmal mit meinem Code MrMike2019 bekommt ihr nochmal 20% drauf. Der Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Die End-One-Tüte gibt es nicht im Shop, die gibt es gratis dazu. Das feiere ich schon. Ey, ich würde so gerne diesen Shop, dieses Lager von Carlo besuchen, ich sage es dir. Nochmal XS, ist das eine Weste? Vor allem, ihr könnt euch vielleicht auch denken, wie viel Zeug ich jetzt mittlerweile so unten bei mir gebunkert habe. Also so langsam habe ich auch ein kleines End-One-Lager am Start, was ich sehr feiere. Was ich wirklich sehr feiere. Was ist was Dünnes? XS. Passt halt auch perfekt, gell? Von der Größe her. Oder? Ah, die könnte ich eine Nummer größer nehmen. Das wäre eine S gewesen. Aber ja, nee, perfekt. Also, ich mag es ja eher baggy, aber so passt es halt perfekt für den Normalkonsumenten. Ein Regenjäckelchen, würde ich sagen. Auch sehr schick. Sehr, sehr schick. Okay, ich komme hier nie wieder raus. Doch. Wow. Okay. Oh, shit. Caps, Ying and Yang. Was haben wir hier noch? Da, oh, jetzt hat er mir einen mitgeschickt. Ah, oh, sehr geil, Alter. Es ist einer von diesen Rucksäcken. Wie gesagt, ey, 20 Euro. Dann hau noch mal den Code dazu. Den Code MrMike2019. Ey, kommst du 15 Euro? 18, 17, ich weiß es nicht genau. Selber ausrechnen. Klugscheiße, die schnell rechnen können, gleich dazuschlagen. Geiler Rucksack, Alter. Hammer. Hier vorne, Täschelchen, schick, schick, schick. Ich finde, der hat einfach Style, der hat schon mal Style, Alter. Ey, für den Preis, da kann der Shindy mit seinem Rucksack nicht mithalten, das kannst du glauben, gell? Der alte Shindy-Gag mit seinem Rucksack. Hinten kannst du einen Namen draufschreiben, Endworn. Schick, 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 Alter. Wahnsinn. Ey, fett. Oh, noch einer. Ich weiß nicht, wie viele Rucksäcke er im Store hat. Es waren schon einige. Waren bestimmt schon 8 Stück an Rucksäcken. Er hat gesagt, such dir welche aus. Ich konnte mich nicht entscheiden. Auch sehr geil. Auch sehr stylisch. Gell? Schick, 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 schick. Oh, fett. Hammer. Ja, ich mache mein eigenes Lager auf. Noch ein. Alter, Carlo. Was ist das für einer mit einer Schnalle? Wahnsinn. Wahnsinn. Nur mit einer Schnalle. Sowas für die ganz coolen, trendigen. Hat auch was. Auch sehr stylisch. Und das Geile ist halt einfach, ey, das ist einfach ein Rucksack, den kriegst du nicht überall zu kaufen, den wirst du nicht oft auf der Straße sehen, weißt du? Das sind halt das. Da stehe ich ja besonders drauf. Ich hasse ja dieses Standardzeug, was jeder trägt. Das war noch nie so meins. Oh, eine M1-Mütze, auch sehr cool. Sehr geil. Mützen vor allem jetzt im Winter. Schick, fett. Was ist hier noch? Das ist aber ganz schön schwer. Was ist denn das? Das ist jetzt aber keine. Ist das eine Computertasche? Oh, ich glaube, mein Laptop ist dafür zu groß, oder? Schau, das muss ich ausprobieren. Oh, das ist ja geil. Das ist ja geil, Alter. Wow, fett. Ja, sehr geil. Ey, das ist ja stylisch ohne Ende, Alter.
Mega. Wow. Das Leder sieht sehr schick aus. Fett. Die habe ich im Store noch nicht gesehen. Carlo, du musst das ganze Zeug in den Store packen. Die Leute schreiben mich auch immer wieder an. Mike, wieso hat der Carlo nicht alles im Store? Nochmal eine in schwarz. Wow. Player X Messenger. Wenn da mein Laptop reinpasst, passt. Wow. Alter, also ey, Hammer. Ha, Weihnachten ist heute schon, gell? Krasse Sache, Mann. Was soll ich sagen? Ey, Carlo, echt wieder mal. Vielen Dank für das ganze Zeug. Echt heftig. Hammergeil. Hat mich riesig gefreut. Ey, immer wieder so ein kleiner Flash. Irre. Was der immer. Ey, Wahnsinn. Der holt immer noch irgendwie was raus, wo du dann denkst, na, der kann doch nicht mehr Auswahl haben, aber doch hat er. Wow. Also, Feedback geben, eure Meinung. Checkt vorbei. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Echt, gönnt euch. Gute Qualität. Richtig, richtig gute Qualität für richtig, richtig guten Preis. Und das ist einfach, das ist hier kein Geschleime, das ist einfach Fakt. Und wenn ihr glaubt, nein, das stimmt nicht, dann überzeugt euch selber, weil so sieht's aus. Und in der Sicht sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Böö.